Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Max grüßt, Folge 62 bereits. Ich habe 51 Personen zu grüßen, die wo jetzt nicht mit dabei sind, sind dafür in der nächsten Ausgabe oder in der übernächsten Ausgabe mit dabei, je nachdem. Ich habe wieder neu durchgewürfelt, die wo das letzte Mal weiter unten waren, sind ein bisschen weiter oben. Der wo wahrscheinlich das letzte Mal der letzte Platz war, ist jetzt der erste oder ich weiß es jetzt nicht. Ich habe auf jeden Fall neu durchgewürfelt und ich würde sagen, jetzt fangen wir an und danach habe ich noch was zum Sagen. Aber nur ganz kurz und dann heißt schon wieder Servus. Fangen wir an mit der ersten Person. Rollabreiner, wäscht Menschen, anonym, Dr. Stuhl, Bremsenreiniger, Schwester Gisela, Kavesor, Game Overland, Laser Wrestler, Flammenherz spielt, Mir Master, Handicap Slim, Slime oder Slim, Gigi Elvador, Joachim, Plix, ich werde verarscht und merke es nicht, Kreuzfahrtfan 67, besorgter Internetnutzer, You Bam, TTM, Fritz Harmann, Miese Petri Geheimbewohner, Mac Mark 81. Dann sind wir schon bei Nummer 25, Jimmy 1510, dreckiger Ofenkäse, was ist eigentlich Noahs Meinung zu Sex, Dicklord unbesiegt, Hans Dampf, Mickey S, Alpaka, Fuchs Television, Lampenbrille, Lebensmittelverschwendung, Aethus Longus, Schwanzus Longus, Haifisch, ich mobil, Doofenpfand, menschgebliebener Lidl-Hemdträger, Megalos 8, Zeichen, Fenster, kreisender Igel, Thunderjack, Serien-Selbstmörder, Sengotami, Weltreisender 67, Graffi Ru, Pet LP und Olle Schwarz. Das waren jetzt die Personen, wo ich zu grüßen hatte, wie gesagt, wo nicht mit dabei waren in der nächsten Ausgabe. Jetzt kommen ja jede Menge Ausgaben. Wir sind jetzt erst bei der 62. Also da kommen schon noch einige zusammen. Und es wird auch wöchentlich durchgemischt. Ja, und jetzt nochmal zur Nummer 27. Was ist eigentlich Noahs Meinung zu Sex? Ich wurde darum gebeten, dass ich das mache. Ich war selber schon am Überlegen, ob ich es überhaupt machen soll, weil ich hab da schlechte Erfahrungen gehabt mit sowas schon. Dass man wieder ins Lächerliche zieht und alles, bloß weil ich das gesagt habe, dass man dann wieder meint, was ist eigentlich die Meinung vom Noah zu Sex? Naja, aber jetzt habe ich ihn schon grüßt und das, wenn jetzt gut läuft, dann kann ich ihn ja mal öfters grüßen. Aber wenn das natürlich doch was ist, wo man mich dann ins Lächerliche zieht, dann lasse ich das mit dem, was ist eigentlich Noahs Meinung zu Sex. Heute Nachmittag gibt's wie gesagt im Zweitkanal, also wer Interesse hat, kann den Zweitkanal abonnieren, wenn er das Video sehen möchte. Und am besten mit Glocke, weil das kommt gegen Abend. Weil bis ich das alles bearbeitet habe, weil ich schneide das so ein bisschen zusammen wahrscheinlich. Alles, wenn irgendwas ist, was nicht reinkehrt, dann schneide ich es raus und so. Also kommt es wahrscheinlich erst gegen Abend. Aber es kommt auf jeden Fall. Man sieht mich zwar nicht, aber ich sag zwischendurch immer mal wieder was. Habe ich mir gedacht. Also ich film die Hunde und das, was es alles zum Essen und zum Trinken gibt und so. Plus die Menschen darf ich halt natürlich nicht filmen, weil die wollen das nicht. Ich habe schon nachgefragt, aber die wollen das nicht. Naja, ist halt Internet und YouTube, also YouTube gehört zum Internet, das kann jeder Depp sehen, drum wollen die das nicht. Das ist ihre Begründung, warum sie nicht gefilmt werden wollen. Weil das jeder sehen kann, wie sie ausschauen und alles. Naja. Aber Essen und Hunde darf ich filmen. Und die Katze, wenn sie da ist, weil meine Bekannte hat nur ein oder zwei Katzen. Weil eine ist gestorben. Also hat sie nur, glaube ich, zwei Katzen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber wenn ich eine Katze sehe, werde ich die natürlich auch gleich noch filmen.
weil die Tiere darf ich filmen, essen und trinken darf ich filmen und so ein bisschen die Gegend. Plus, wie gesagt, die Menschen haben die Begründung, weil sie jeder sehen kann und Kommentare zu ihnen abgeben kann und das wollen sie eben nicht, deswegen darf ich die Menschen nicht filmen. Na? Ansonsten war es das mit Max Grüßt, Folge 62. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Wenn ihr da draufklickt, verpasst ihr die neuesten Videos nicht. Ihr könnt mir meine Social Media Sachen folgen. Wie ich da heiße, steht im Bild und in der Videobeschreibung. Und mein Zweitkanal ist verlinkt in der Videobeschreibung. Und wo mir Post hinschicken kann, steht auch in der Videobeschreibung. Und im Zweitkanal wird dann später der Kanal hier, also Riegeltime, also mein Hauptkanal, verlinkt sein. So wie jedes Mal, wenn ihr ein Video im Zweitkanal dreht. Ansonsten habe die Ehre, wir hören uns später im Zweitkanal und sehen uns morgen hier in Riegeltime zum Kaffeeklatsch am Sonntag wieder.